Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind, wie auch Sven Voss für den Sport. Schönen guten Abend. Und das sind die Nachrichtenthemen von heute. Hoffnung inmitten von Terror. 2000 Ausländer konnten Gaza in einer Woche verlassen. Im abgeriegelten Küstenstreifen sind weiter viele Menschen auf der Flucht. Wichtiges Signal für Kiew. Die EU-Kommission empfiehlt Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine, fordert aber auch weitere Reformen. Und wieder auf Kurs. Der BVB schüttelt den Bundesliga-Frust ab und feiert einen Heimerfolg in der Champions League. Zweites Spiel gegen Newcastle, zweiter Sieg. Wir beginnen mit der Situation im Gazastreifen. Nach israelischen Angaben flohen dort allein heute etwa 50.000 Menschen vom heftig umkämpften Norden in den Süden. In einem Fluchtkorridor, den die israelische Armee zwischen 10 und 15 Uhr freigegeben hatte. Die Terrororganisation Hamas spricht mittlerweile von mehr als 10.500 Toten in dem abgeriegelten Küstenstreifen. Überprüfen lassen sich diese Zahlen nicht. Henriette de Maizière berichtet. Auch heute rückt die israelische Armee nach eigenen Angaben immer weiter in Gaza vor. Bilder, die zeigen sollen, unter dem Gelände eines Vergnügungsparks am Rande der Stadt entdeckt die israelische Armee ein Tunnelsystem der Hamas. Wir werden gewinnen. Wir werden nicht aufhören, bis wir gewonnen haben. Ich bin im ständigen Kontakt mit US-Präsident Biden, dessen Beistand wir anerkennen, den Beistand des amerikanischen Volkes. Darin schwingt ein Aber mit. Biden fordert eine dreitägige Kampfpause, um vielleicht einige der Geiseln zu befreien. Dies lehnt Netanyahu bisher immer ab. Nur kurze Feuerpausen, damit sich die Menschen vom Norden in den Süden bewegen können. Zustimmung dafür auch von Israels Oppositionsführer Lapid. Was die Hamas will, ist Gräueltaten begehen und dann sagen, lasst uns einen Waffenstillstand schließen. Aber wir werden keinen Waffenstillstand schließen, der Hamas dient. Aber wir werden unser Bestes tun, um das Leiden der Menschen in Gaza zu verhindern. Währenddessen versuchen Menschen weiter, dem Gazastreifen zu entfliehen, Richtung Ägypten, wie Nahla Galash. Die Deutsche kommt jeden Tag. Ich hoffe heute, dass ich noch einmal durchkomme. Ich hoffe. Ich bin sehr, sehr krank. Ich kann weiter wirklich nicht mehr weiter hier leben. Menschliches Leid und militärische Erfolge. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben seit Beginn des Gazakrieges 130 Tunnel der islamistischen Hamas zerstört. Unsere Reporterin Katrin Eigendorf ist in Sderot im Grenzgebiet zum Gazastreifen. Katrin, welche Strategie verfolgt die Hamas? Warum nimmt sie so viele palästinensische Opfer in Kauf? Ja, die Strategie der Hamas ist der israelischen Regierung eigentlich von Anfang an klar gewesen. Und wir haben jetzt gelernt in einem Interview, was die Hamas-Führung der New York Times gegeben hat, dass sie damit auch richtig liegt. Das Ziel ist nicht, sagt die Hamas-Führung gegenüber der New York Times, den Gazastreifen zu regieren oder dort in irgendeiner Form ein Land aufzubauen, sondern das Ziel sei, Israel in einen Krieg zu verwickeln. Das ist ja das, was im Prinzip hier seit dem 7. Oktober passiert. Und das bedeutet natürlich, dass für die Bevölkerung, für die Zivilbevölkerung Gazas, das eine außerordentlich schlimme Lage ist. Denn wir haben ja immer wieder erlebt, dass die Hamas sie als zivile Schutzschilder benutzt, dass es für die Hamas nicht eine große Rolle spielt, wie viele Zivilisten hier sterben oder verletzt werden. Und das hat sich eigentlich in diesem Interview mit der New York Times noch einmal ganz klar bestätigt. Und da hat die Hamas-Führung auch keinen Hehl daraus gemacht, dass sie das in Kauf nimmt, dass hier viele Zivilisten, viele palästinensische Zivilisten in Gaza auch weiter ums Leben kommen und verletzt werden. Dankeschön für diese Einschätzung aus Sderot. Katrin Eigendorf war das. Über aktuelle Entwicklungen informieren wir Sie jetzt auch auf WhatsApp. Einfach unseren ZDF-Heute-Kanal abonnieren. Wie, das finden Sie in der Anleitung auf unserer Homepage ZDF-Heute und in unserer App.
Wo stehen die G7-Staaten mit Blick auf den Gaza-Krieg? Zuletzt waren sich die großen westlichen Industrienationen dabei nicht einig. Jetzt beim Treffen ihrer Außenminister in Tokio waren sie bemüht, mit einer Stimme zu sprechen. Zur G7 gehören neben Deutschland auch Kanada, die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan. Was die Gruppe im Interesse Israels und der Palästinenser gemeinsam fordert, dazu Andreas Künast. Es gibt diesmal so viel auszutauschen und vielleicht auch auszuräumen, dass die zuletzt öffentlich uneinigen Europäerinnen flitzen müssen, damit Deutschland und Frankreich nicht fehlen auf dem G7-Foto von Tokio. Es hat für Aufsehen und für Enttäuschung gesorgt, dass die westlichen Industrienationen im Nahostkonflikt nicht mehr mit einer Stimme sprechen. In der UNO, bei der arabischen Resolution, hatten die USA mit Nein gestimmt, Frankreich mit Ja, Großbritannien und die anderen, auch Deutschland, mit Enthaltung. In Japan haben die G7 ihre Positionen insofern vereint, dass der Terror der Hamas Israel nicht von der Verantwortung entbindet, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um zivile Opfer zu vermeiden und die humanitäre Krise in Gaza zu lindern. US-Außenminister Blinken hat gerade in Israel für eine längere Feuerpause geworben. Im G7-Abschlussdokument ist von humanitären Feuerpausen die Rede. Vor der Presse geht Blinken noch weiter. Um Frieden zu erreichen, dürfe es keine Vertreibung der Palästinenser geben. Keine Wiederbesetzung des Gazastreifens, kein Versuch, ihn zu blockieren oder zu belagern, keine Verkleinerung des Gebiets von Gaza. Keinen Zweifel lassen die G7 am Recht Israels, sich zu verteidigen. Der politische Westen stellt sich klar an die Seite Israels. Gleichzeitig kritisieren die G7 indirekt, aber deutlich die Wortwahl und zum Teil das Vorgehen der Regierung Netanjahu. Zuvor hatte Baerbock die Ausreise von mehr als 200 Deutschen aus dem Gazastreifen bestätigt. Das gebe Hoffnung inmitten einer furchtbaren Lage. Lassen Sie sich nicht von der Hamas instrumentalisieren. Dazu hat Bundespräsident Steinmeier in Deutschland lebende Menschen mit palästinensischen und arabischen Wurzeln aufgerufen. Bei einem runden Tisch im Schloss Bellevue sagte Steinmeier, er erwarte, dass man sich gemeinsam gegen Terrorismus wende, gegen Volksverhetzung und gegen den Aufruf zur Vernichtung Israels. Eingeladen waren Menschen, die für ein Zusammenleben ohne Antisemitismus und ohne Muslimfeindlichkeit stehen. Die Wirtschaftsaussichten sind mau, das sagt jetzt auch der Sachverständigenrat der Bundesregierung. Für dieses Jahr rechnen die sogenannten Wirtschaftsweisen mit einem Minus von 0,4%, fürs nächste Jahr mit einem Wachstum von 0,7%. Ihre Liste mit Verbesserungsvorschlägen ist lang. Unter anderem drängen die Wissenschaftler darauf, dass die Deutschen später in Rente gehen. Christian Volk berichtet. Druckfrisch und mehr als 400 Seiten dick. Das Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen. Vor allem strukturelle Probleme machen den Ökonomen große Sorgen. Für die nächsten 15 Jahre durch den Renteneintritt der Babyboomer verschlechtert sich bei uns die Relation zwischen denjenigen, die zum Beispiel das gesetzliche Rentensystem finanzieren, und denjenigen, die dort Leistungen erwarten, sehr stark. Die Politik hat das Thema in den letzten Jahren so ein bisschen schleifen lassen. Deshalb drängen die Ökonomen auf eine Reform der Rentenversicherung und ein höheres Renteneintrittsalter. Bereits jetzt seien die mittelfristigen Wachstumsaussichten auf einem historischen Tiefstand. Die Wirtschaftsweisen fordern mehr Fachkräfte aus dem Ausland, mehr Investitionen in Maschinen, aber auch Roboter und IT und weniger Bürokratie. Der Kanzler zeigt sich zuversichtlich. Wenn in Deutschland investiert werden soll, dann kann das nicht so sein, dass jeder denkt, das ist jetzt eine lange Strecke, bis ich meine Genehmigung habe und loslegen kann. Deshalb wollen wir mehr Tempo nach Deutschland bringen. Innovationen und Wachstum, das sollen auch junge Unternehmen anstoßen. Bei deren Finanzierung gibt es laut den Wirtschaftsweisen aber einen erheblichen Nachholbedarf. Und nicht nur dort, sagt die CDU. Wir brauchen bessere Abschreibungsmöglichkeiten, andere Steuersätze, wir brauchen flexiblere Arbeitszeiten, Energiepreise runter, das ist sehr klar. Und vor allen Dingen muss dereguliert werden. Die Bürger, aber auch die Betriebe, die können nicht mehr, die sind am Rande gerade.
Das Positive am eher düsteren Jahresgutachten: Im kommenden Jahr wird die Wirtschaft wohl wieder leicht wachsen und die Inflation laut Prognose auf 2,6% sinken. Eine Zahl sticht im Jahresbericht der Bundespolizei heraus: 92.000 unerlaubte Einreisen, das sind 60% mehr als 2021. Die illegale Migration erreicht damit einen neuen Höchstwert. Und Innenministerin Faeser geht von weiter steigenden Zahlen aus. Ein Schwerpunkt war die bandenmäßig organisierte Schleuserkriminalität. Klaus Brodbeck. Das stellt die Bundespolizei immer häufiger fest. Großschleusungen, ein neuer Trend. Gruppen um 20 Personen, die in Fahrzeugen oder zu Fuß versuchen, die deutsche Grenze zu überschreiten. Flexible und überraschende Maßnahmen statt stationäre Grenzkontrollen führten zu mehr Aufgriffen. Was wir nicht machen, ist die Grenze schließen, an keiner Stelle. Und wir beeinträchtigen an keiner Stelle die Freizügigkeit. Und an keiner Stelle beeinträchtigen wir den freien Warenverkehr. Das tun wir nicht. Die Grenze schließen tut Nordkorea. Wir tun das nicht. 280.000 Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz stellte die Bundespolizei fest. 64% mehr als im Jahr davor. 18.000 Abschiebungen führte sie durch. 2.700 Schleuser wurden festgenommen. Die gehen immer rabiater vor, gefährden Menschenleben wie hier Mitte Oktober beim Versuch, der Polizei zu entkommen. Immer häufiger wird auch die Bundespolizei selbst zum Ziel von Gewalt. 2.602 Angriffe in 2022, 709 Beamte wurden verletzt, 2 pro Tag. Wer Polizistinnen und Polizisten angreift und damit diejenigen, die jeden Tag für uns auf der Straße ihren Kopf hinhalten und für Sicherheit sorgen, das Allerschlimmste. Und deswegen müssen diese Täter auch mit aller Härte des Rechtsstaates rechnen. Einfacher wird es nicht. Praktisch alle Zahlen steigen, höher und schneller. Die Republik Moldau und die Ukraine sind auf ihrem Weg in die EU einen wichtigen Schritt weiter. Die EU-Kommission empfiehlt, Beitrittsverhandlungen mit beiden Ländern aufzunehmen. Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach von einem historischen Tag, mahnte die Ukraine aber auch, die angestoßenen Reformen fortzusetzen. Vor allem in 3 Bereichen muss das Land noch nachbessern: bei der Bekämpfung von Korruption, beim Minderheitenschutz und bei der Überwindung von zu viel Einfluss von Oligarchen. Die EU-Kommission empfiehlt ihren Mitgliedern also Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Ulf Röller in Brüssel, wie ist das einzuordnen? Also ich glaube, das ist die gute Botschaft auf Brüssel, auf die die Ukraine wirklich dringend gewartet hat. Das Land ist in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Es befindet sich in einem Abnutzungskrieg mit Russland, mit hohen Verletzten und deshalb und vielen Toten eben auch. Und deshalb braucht es unbedingt dieses Signal, dass es eine Perspektive hat, in die EU zu kommen. Diese Perspektive wurde von Kommissionspräsidentin noch quasi garniert mit einem großen Lob. 90% der Reformauflagen habe die Ukraine bereits erfüllt. 10% fehlen noch, gerade beim Thema Justizreform und Korruption. Und deshalb will man im März noch mal nachschauen, wie weit die Ukraine gekommen ist. Bereits im Dezember jetzt findet der Gipfel der Regierungschefs statt. Und die werden dann endgültig entscheiden, ob die Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden. Aber wie gesagt, bei 90%, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass das passiert. Dankeschön nach Brüssel, Ulf Röller. Auch wenn eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine immer noch in weiter Ferne liegt, für die Ukrainerinnen und Ukrainer dürfte das Signal aus Brüssel ein Hoffnungsschimmer sein. Dara Hassan-Zadeh berichtet. Soldaten an der Südfront, seit 623 Tagen im Krieg. Die ukrainische Großoffensive stockt auch, weil Waffen fehlen, die Europa nicht liefert. Zeitgleich treibt die Ukraine tiefgreifende Reformen voran, um EU-Kriterien für Beitrittsgespräche zu erfüllen. Ich erinnere mich, wie wir die Bewerbung zum Kandidatenstatus ausgefüllt haben. Überall Bombenangriffe. Wir saßen in den Bunkern und haben diese Dokumente verfasst, alles vorbereitet. Selbstbewusst zählt Olena die Fortschritte auf beim Kampf gegen Korruption, bei Reformen der Verfassungsjustiz. Doch es fehlen Gesetze zum Schutz von Minderheiten, gegen Lobbyismus. Es ist auch eine Frage der Abwägung, wie man die Reformen bewertet. Wolodymyr demonstrierte auf dem Maidan, wo der Weg nach Europa 2014 begann.
Heute dient er in der Armee. Damals wurdest du verfolgt, wenn du dich nicht auf die Diebe eingelassen hast. Heute werden die Schurken verfolgt. Wenn man sich das vor Augen führt, welchen Weg die Ukraine zurückgelegt hat, welches Momentum entstanden ist, es ist wirklich unglaublich. Volodymyr ist stolz auf das Erreichte. Es sind Menschen wie er, die täglich die Kraft aufbringen, die Ukraine von innen zu reformieren und andererseits an der Front den russischen Angriffskrieg abwehren. Zurück nach Deutschland. Dass man vor einer geschlossenen Apotheke steht, das kann in diesem Monat öfter vorkommen. Denn die Apotheker haben bundesweit Proteste angekündigt. Heute etwa in Norddeutschland. In Hannover kamen einige hundert zu einer zentralen Kundgebung. Sie fordern eine höhere Vergütung pro verkauftem Medikament. Außerdem wehren sie sich gegen Pläne von Gesundheitsminister Lauterbach. Er will in bestimmten Fällen in schlecht versorgten Gebieten die gesetzlichen Anforderungen an Apotheken senken. Mit einer Spezialeinheit musste die Polizei am Vormittag in einer Hamburger Schule anrücken. Vor den Augen anderer Schüler sollen zwei Jugendliche dort eine Lehrerin mit einer Schusswaffe bedroht haben. Anschließend seien die beiden aus dem Raum einer 8. Klasse geflohen, so die Polizei. Sie sollen zwischen 12 und 15 Jahre alt sein. Vorsichtshalber sperrten die Beamten das Gelände ab. Die Schüler wurden in Sicherheit gebracht. Inzwischen hat die Polizei zwei Spielzeugpistolen sichergestellt. Dieses Jahr wird europäischen Wissenschaftlern zufolge wohl das wärmste werden seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Nach dem Temperaturrekord im Oktober sei das ziemlich sicher, sagen die Wissenschaftler des EU-Klimawandeldienstes Copernicus. Ursache sei neben dem menschengemachten Klimawandel auch das Wetterphänomen El Niño. Mit steigender Temperatur wachse in Zukunft auch das Risiko für Extremwetterereignisse wie Hitzewellen. Und jetzt Fußball. Sven, der Start in die Champions-League-Woche hätte aus deutscher Sicht nicht besser laufen können. Das hätte ich nicht schöner formulieren können. Vor allem RB Leipzig hatte Grund zum Jubel. Mit dem 2:1-Sieg im Dauerregen von Belgrad haben es die Sachsen vorzeitig ins Achtelfinale geschafft. Zauberfuß Xabi Simons machte mal wieder den Unterschied. Schon in der 8. Minute spielt sich Xabi Simons im Strafraum selbstbewusst durch die Belgrader Abwehr und liefert ein Traumtor zum 1:0. RB dominiert von Beginn an, doch erst in der 77. Minute trifft Luis Openda zum 2:0. Leipzig hätte da auch mit 6 Toren führen können. Und dann wird es plötzlich noch mal richtig eng für Leipzig. Die zu viel zulassen, ein Eigentor in der 81. Minute von Hendricks bringt RB dann richtig in die Bredouille. Aber Keeper Blaswig rettet das Team von Trainer Marco Rose. Somit steht Leipzig schon nach 4 Spielen der Gruppenphase als Zweiter hinter Manchester City sicher im Achtelfinale der Champions League. Alle Spiele, alle Tore von 23 Uhr an in unserer Highlight-Sendung. Unter anderem mit dem Heimspiel der Bayern gegen Galatasaray Istanbul und Union Berlin in Neapel. Außerdem geht es um Borussia Dortmund. Der BVB verbesserte gestern seine Chancen aufs Achtelfinale. Beim 2:0-Sieg gegen Newcastle erzielte Nationalstürmer Niklas Füllkrug seinen ersten Treffer in der Königsklasse. Der BVB ist nun sogar Gruppenerster. Die Champions League wirkt Wunder. Nach der Bundesliga-Pleite gegen die Bayern überzeugt der BVB gegen Newcastle. Das 1:0 in der 26. Minute bereiten Niklas Füllkrug und Marcel Sabitzer gemeinsam vor. Füllkrug macht dann sein erstes Tor in der Champions League. Julian Brandt hat viele gute Szenen, die in der 79. Minute führt zum 2:0 Endstand. Das war heute ein wichtiges Spiel in einem ganz, ganz wichtigen Wettbewerb, wo, glaube ich, wenig Leute dran glauben oder von Anfang an dran geglaubt haben, dass wir diese Gruppe überstehen. Als Tabellenführer der Champions League Gruppe F fährt Dortmund nun zum nächsten Spiel nach Mailand in 3 Wochen. Und das war's vom Sport. Aber und jetzt fehlt noch? Das Wetter? Lotto. Ach so. Die Gewinnzahlen lauten 1, 12, 18, 34, 39, 48 und die Superzahl 8. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Und jetzt das Wetter. Morgen wird's nass. Die Details hat gleich Östin Terli. Um 9:45 begrüßt Sie Marietta Slomka im Heute-Journal. Wir wünschen noch einen schönen Abend und bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Nach einem relativ trockenen Tag kommt jetzt neuer Regen auf. Und das sehen wir hier mit diesem Frontensystem. Kommt der Regen ins Land und zieht in Bändern im Tagesverlauf ostwärts. Bereits in der Nacht regnet es im Nordwesten Deutschlands und nach Norden hin. Ganz im Südosten hier Richtung Bayern trocken. Und an den Alpen wird es am kältesten mit Temperaturen bis minus 3 Grad. Generell ist es hier nach Südosten hin kälter als sonst im Land. Am mildesten am Niederrhein mit plus 10 Grad. Morgen also nass mit weiterem Regen, der im Tagesverlauf nach Osten zieht. Zeitweise ist der Wind auch mal recht frisch aus südwestlichen Richtungen. Ja, und sonnig bleibt es im Südosten, hier wenige Wolken. Bei höchsten Temperaturen bis 13 Grad im Osten Deutschlands. Sonst liegen wir bei 7 bis 12 Grad. Die nächsten Tage werden wieder wechselhafter. Es kommt weiterer Regen auf, 6 bis 11 Grad am Freitag. Samstag mischen sich oberhalb von 800 Metern auch Schneeflocken dazu und Gewitter gibt es auch. Sonntag ist es kühler bei 4 bis 9 Grad. Schönen Abend.